Die Stimmung beim Gruppendate war schlecht, kann man sagen. Und dann habe ich mich aber umso mehr darauf gefreut, Maxi für eine kleine Spritztour abzuholen. Was war das? Das war, glaube ich, Kim. Max, pack deine 7 Sachen. Ich beeil mich, ich bin gleich da. Ich dachte, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht geduscht, die Haare sehen aus. Da bin ich aber erst mal so schnell gerannt, wie meine Füße mich tragen konnten. Ah, hallo. Ich habe den Braten schon gerochen. Stört es mich? Ja, natürlich ein bisschen. Es wird halt immer beschissener. Jeder hatte sein Einzeldate, bis auf mich. Hi. Als ich Max abgeholt habe, war die Stimmung bei den Jungs in der Villa immer noch relativ gedämmt. Ich glaube, sie haben auch gemerkt, dass ich nicht so gut drauf gewesen bin. Ich liebe diesen Tag heute. Es ist eine ganz beschissene Situation. Oh Gott. In der Tat. Ja. Schöner, kann ich dir was helfen? Brauchst du irgendwas? Was muss ich mitnehmen? Ich weiß das gar nicht. Weiß ich nicht. Na, ich würde sagen, nimm irgendwie noch mal einen Pulli mit, dass du was Warmes hast. Dürfen wir überhaupt mit dir reden oder sollen wir gerade eher so... Ich will nicht mit euch reden. Ja, ich merke das schon, ne? Pisse. Au. Das tat schon ein bisschen weh. Ja. Soll das auch, ne? Mhm. Ich kann verstehen, wenn er noch sauer ist nach diesem komischen Date, obwohl ich finde, dass nicht alle von uns was für diese Situation beim Date können. Ein Einzeldate. Ihr wart bestimmt irgendwo ganz romantisch. Oh. Ich freue mich einfach, dass ich den Moment gekriegt habe, auf den ich so lange gewartet habe, dass ich ihn kennenlernen kann, auch abseits von den anderen Männern in der Villa. Hast du eine Tasche? Sonst kriegst du... Nein, dann gerne von dir. Nur für den Fall, dass du bleibst. Du bist hier keine Hure, aber es ist auch schon spät. Ja, ein kleiner Hobel bin ich schon. Meinst du, der kommt zurück? Nein, natürlich nicht. Doch. Ist ein Übernachtungsdate. Mhm. Meinst du nicht? Mhm. Klar hätte ich gerne getauscht, aber ich weiß, dass da noch meine Zahnbürste steht und es beruhigt mich. Oder fährt ihn direkt zum Flughafen. Wäre doch nett. Er kann gerne das First-Ticket zurück nach Deutschland nehmen und dann würde ich sagen, tschüss, viel Spaß. I can be a bitch, I can be a diva. Wollte dich nicht warten lassen. Sagt er uns tschüss. Schönen Abend noch. Oh mein Gott, schönen Abend euch. Ich bete, dass Max heute noch zurückkommt. Ich möchte ja wirklich auch sicher gehen, dass Max heute ganz beruhigt einschlafen kann. Und wo kann er natürlich besser schlafen als hier bei uns in der Villa, ne? Schön, dich zu sehen. Ebenfalls. Oh. Hätte heute nicht damit gerechnet, hab so viel Zeit alleine verbracht. Ja, ich weiß. Ich dachte mir, ich lasse dich noch mal ein bisschen schmoren. Max und ich hatten einfach noch gar keine Zeit irgendwie miteinander aus. Und deswegen hat er auf jeden Fall das Einzeldate verdient. Es wird wieder charming. Wenn ihr bei meiner Staffel nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und schaut euch die restlichen Videos an. Ganze Folgen findet ihr auf TV Now. Klickt hier.